Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ein Multitool, das ihr so in Deutschland gar nicht bekommen könnt. Ja, wow, in Pink. Sag euch eins, echte Männer können auch Pink. Ja, muss ich das nur zutrauen. So, Multitool. Ich glaube, das Pinke ist von Art und Nina, von foreignmi.com, Amerika. Und das hier ist von Jeff, alias Country Lover. Der Junge läuft fast, glaube ich, auf 750.000 Abos. Könnte man klar neidisch drauf werden. Also, zweimal das gleiche Multitool. Ja? Das werde ich behalten, das werde ich verschenken. Und zwar an eine bildschöne Frau, ja? Die auch ungeschminkt aussieht wie aus dem Katalog. Alright, also, beide Multitools sind federgelagert, kommen hier in so einer Tasche. Ja? Nix Jackes, aber versieht seinen Dienst und finde ich sehr gut. Ja. Ich werfe das Schwarze jetzt einfach mal weg. Ich werde meins, das Schwarze, in meinen Truckers EDC verschwinden lassen als zweites Multitool. Ich zeige es gerade. Jetzt fängt es an zu regnen. Sehr gut. Ihr kennt die Geschichte vom gestohlenen Truckers EDC Kästchen, Täschchen. Ja. Da ist ja das hier vom Aldi dabei. Da kommt das hier einfach oben drüber. Da hier haben wir noch Schraubbits und sowas. Nicht verkehrt. Da kommt das einfach hier rein. Ja, als zweites, falls man was gegenhalten muss. Ja, kann ja nicht schaden, ein zweites zu haben. Ihr wisst, two is one, one is none. Also zwei ist eins, eins ist keins. Zack und fertig. Und die Tasche, die übrig bleibt, die behalte ich. Könnte ein Messer drin verschwinden. Hä? Ihr wisst doch, der Waldmeister schmeißt nichts weg, was noch brauchbar ist. Also, in Pink, ja, deshalb, ich mag's. Feder gelagert, ihr seht hier die Feder. Ja? Ich weiß nicht, was sie da drauf gespritzt haben, wie die das lackiert haben. Das gibt einen guten Grip, ist wirklich wahr. Das hält irre. Ja, das saugt sich fast an. Verwindungssteifheit ist, sagen wir mal, 9 von 10 Punkten. Ja. Alle Tools sind nur von innen erreichbar. Ja. Und wenn man mit einem Nagelhau versehen, haben wir hier ein kleines Messer. Das ist scharf. Ja. Das ist wirklich scharf. Dann haben wir das Messer einklappen. Dann haben wir einen kleinen Schraubenzieher, ne, Kreuzschlitz. Ja, ihr seht, es fängt an zu regnen. Das ist ja immer. Dann haben wir hier einen kleinen Kapselheber. Ja. Und hier ein Dosenöffner. Ich denke mal, hier ist auch noch mal so eine Art Kapselheber. Ich bin nicht so sicher. Dann haben wir hier auf der Seite. Ich nehme mal an, das sollte wohl mal eine Säge sein oder ein Fischentschupper. Ihr könnt da machen, was ihr wollt damit, keine Ahnung. Ja. Und hier wahrscheinlich, um einen Angelhaken zu lösen. Das könnte sich dann also praktisch im Prinzip. Die Amis haben ja solche Sachen grundsätzlich irgendwo in ihren Angelkästen drin und die kaufen ihren Frauen so Sachen und packen die der ins Handschuhfach, in die Glovebox. Also, dann haben wir hier noch einen kleinen Schraubenzieher. Und einen etwas noch kleineren Schraubenzieher. Und hier eine Klinge mit Serrations. Also Sägezahnung. Und das war eigentlich schon alles. Mehr gibt es da nicht zu berichten. Das Ding kostete, glaube ich, bei Walmart in Amerika. Also ihr kriegt das nicht in Deutschland. Versucht das gar nicht. Ihr könnt zwar auch die Seite von Walmart aufmachen. Ihr könnt euch einen Account anlegen. Die verschicken aber nichts nach Good Old Germany oder Europa. Schade drum. So, eine Gesamtlänge im ausgeklappten Zustand. Noch ein bisschen zammelig heute hier.
ausgeklappten Zustand liegt das Multitool bei. No, also 16 cm im zugeklappten Zustand. Bei 10 cm Gewicht. Gramm mit der Tasche 194 Gramm, das ist okidoki, ja, könnte man auch als EDC bei sich führen, nagelt mich nicht drauf fest, irgendwas mit 3,59 €, meinetwegen $4. Ich finde, das ist in Ordnung dafür, ja. So, ich gebe dem Teil 8 von 10 Punkte. Ja, ich bedanke mich bei Cutry Lover, Jeff und Art Nina von foreignme.com. Many thanks, my friends, for sending me this. I appreciate it. Und wie gesagt, das Pinke geht an jemanden, den ich sehr mag. Als Kleinigkeit für das Handschuhfach. Trägt ihr bei uns auch nicht auf. So, heute gehen ein paar Grüße raus. Und zwar einmal an eine wunderschöne Frau, die, eine junge Frau, die auch ungeschminkt aussieht, hier aus dem Ei gepellt. Oh. Hier aus dem Katalog. Steffi. Und an meine Freunde Art und Nina von foreignme.com. Art und Nina, you know, you're always in my heart. I love you. Und an Jeff, Cutry Lover. Hey Jeff, many thanks for sending me the multi-tool. I appreciate it. I appreciate your friendship. And the friendship with Art und Nina from foreignme.com. I always appreciate friendships. Okay, so that's it. Thanks for watching, take care, bye bye. Und für die Deutschsprachigen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss Mario, schwenkt der Hut, tschüss Rab und schwenkt die Kapp. Zack, all. Bye bye.